Hallo, ich wollte euch kurz ein Statement abgeben, warum ich für unsere Verfassung mit Ja gestimmt habe. Zum einen kenne ich den Ralf Böß, der Initiator dieser Initiative, den kenne ich persönlich. Ich habe ihn eigentlich über ein YouTube-Video kennengelernt, wo er über den Paragraph 146 Grundgesetz gesprochen hat. Da geht es darum, dass wir nach der Vereinigung von Ost und West das Grundgesetz zur Verfassung erheben dürfen als Volk. Und das fand ich eine super tolle Idee. Ich habe 10 Jahre in der Schweiz gearbeitet als Informatiker. Und dort haben wir die direkte Demokratie. Und das hat unter anderem folgende Auswirkungen. Ich könnte euch vorstellen, dass ein Informatiker, wenn er selbstständig ist, einiges verdient. Das waren bei mir fünfstellig jeden Monat. Und ich habe dort lediglich 12% Einkommensteuer gezahlt. Dazu kommt noch 8% Mehrwertsteuer, die ist dann ein bisschen niedriger als in Deutschland. Insgesamt habe ich 20% Steuern gezahlt. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, da war es mal als Selbstständiger 45% habe ich zahlen müssen für Einkommensteuer. Plus jetzt 19% für Mehrwertsteuer sind insgesamt 64%. Das ist schon fast drei Viertel des Gewinns, den ich da versteuern muss. Finde ich viel zu viel. So, die Schweizer, bei denen ist das so wenig, weil die selber über den Steuersatz abgestimmt haben. Da wird auch darüber abgestimmt, wofür die Steuergelder verwendet werden. In der Schweiz wird es niemals geben, dass Kriege finanziert werden, so wie das Deutschland gerade getan hat. Dass sie Geld in die Ukraine schicken oder sowas. Sowas macht die Schweiz nicht. Sondern das ist, ja, Schweiz ist neutral. Die hält sich aus Kriegen generell raus, was ich sehr gut finde. Andere Sachen zum Beispiel, die man durch direkte Demokratie anstoßen kann, ist zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, was wir unbedingt brauchen. Ich selber bin ja Informatiker und ich beschäftige mich neuerdings sehr viel mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Habt ihr bestimmt schon gehört von Midjourney, dort werden Bilder generiert anhand von Textprompts. Das heißt, ich sag einfach oder schreibe einfach, ich möchte. Ich hab gerade einen Kalender gemacht für den Porsche 911, den bin ich selber mal gefahren und habe mir gedacht, der wird dieses Jahr 60 Jahre alt, also der Ur-11er. Da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt einen Kalender und ein kleines Buch, ein kleines Fotobuch. Und da ist diese Bilder von Porsche nicht frei oder nicht lizenzfrei runterzuladen gibt, habe ich die mit Midjourney kreieren lassen. Da konnte ich dann direkt eingeben, Porsche 911 Modell 910 oder wie auch immer die Modellreihe heißt. Und der hat mir dann, bis auf den Targa, den konnte er nicht, das mit dem Begriff Targa konnte er nichts anfangen. Da hat aber Midjourney mir die wunderschöne Bilder gerendert, also gezeichnet. Und ich beschäftige mich auch viel mit ChatGPT, da habt ihr bestimmt auch schon von gehört. Ich nutze das zum Softwareschreiben. Ich habe zum Beispiel gerade Android-Programmierung über ChatGPT gelernt. Ich konnte vorher kein Kotlin, das ist eine neue Programmiersprache. Und das hat ChatGPT mir beigebracht. Also ich kann natürlich schon ein bisschen programmieren und konnte dann gezielt Fragen stellen an die KI. Und da sehe ich die Gefahr, also das heißt ja, jetzt sind die ganzen Jobs in Gefahr und sowas. Ja, das stimmt. Dadurch wachsen aber andere Jobs. Also andere Möglichkeiten heraus, zum Beispiel als Prompter. Also, und vor allen Dingen die Software, die zum Beispiel die KI dir als Beispiel gibt, die funktioniert nicht immer. Du musst Softwareentwickler sein, um es zu verstehen zu können und die Fehler beseitigen zu können. Aber generell ist es ja so, dass uns die Maschinen die Arbeit abnehmen, was ich total toll finde. Wenn dann die Maschinen nicht nur für die großen Firmen arbeiten, sondern die großen Firmen diese Gewinne, die sie da erwirtschaftet haben und uns ja die Arbeit wegnehmen, dass die das wieder zu den Menschen zurückfließen lassen. Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen die einzige Möglichkeit, die ich da sehe,
um dieses Problem zu lösen. Der Götz Werner, der hat es mal vorgestellt. Das hieß immer, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht zu finanzieren. Und er meinte, wir sollten einfach die Einkommensteuer weglassen und statt der Einkommensteuer eine Konsumsteuer. Nee, wie heißt das? Was hat er gemeint? Ich glaube, Konsumsteuer, also sowas wie die Mehrwertsteuer, halt einiges höher. Dann werden nämlich auch die Arbeit oder die Produkte von den Computern und den Maschinen mit versteuert. Das heißt, dann zahlen auch die Computer sozusagen eine Einkommensteuer. Würde ich viel fairer finden. Und solche politischen Entscheidungen, die könnten von den Bürgern kommen. Und dann werden diese Entscheidungen von den Bürgern getroffen und nicht von den Lobbyisten. Da geht es nämlich darum, also die Gesetze, die da momentan in den Regierungen, das ist ja eigentlich weltweit ein Problem, das sind eigentlich die Lobbyisten, die diese Gesetzesvorschläge machen. Und da wird der Bürger total übergangen. Und deshalb brauchen wir eine direkte Demokratie. Nochmal kurz den Sprung zurück über das bedingungslose Grundeinkommen. Was dadurch möglich wäre, durch dieses, zum einen, wir bräuchten nicht mehr jeden Job annehmen. Also wir werden nicht mehr gezwungen vom Jobcenter zum Beispiel, ja, du musst jetzt da, obwohl du Ingenieur bist, musst du jetzt da putzen gehen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das überhaupt durchgesetzt wird, sowas. Aber rein theoretisch von der Gesetzeslage her müsste ein Ingenieur putzen gehen, wenn er nichts anderes findet. Und das ist einfach Zeitverschwendung, denn wenn man nicht das tut, wofür man geeignet ist und wozu man Lust zu hat. Also man hat nicht mehr den Zwang, arbeiten zu müssen. Ich zum Beispiel, ich bin vor 8 Jahren oder vor 9 Jahren ausgestiegen aus dem Berufsleben wegen einem Burnout und mache seitdem arbeite ich nicht mehr für Profit. Ich schreibe immer noch Software, aber ich muss da kein Geld für nehmen, weil ich dafür Steuern zahlen müsste und das sehe ich nicht mehr ein. Wie gesagt, die 64%, das ist mir einfach zu viel. Deshalb mache ich lieber gemeinnützige Software und gibt sie kostenlos raus. Was ändert sich noch? Ja, wir brauchen zum Beispiel keine Werbung mehr. Werbung ist total überflüssig. Werbung ist nur dazu da, um Produkte zu verkaufen, die sonst niemand haben will. Und die Leute oder die Firmen müssen die Produkte herstellen, um zu überleben. Das ist hier in diesem System, muss jeder irgendwas arbeiten. Ob es nützlich ist oder nicht, um überleben zu können. Da wäre das Problem hätten wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr. Da hätte jeder ein Dach über dem Kopf, das bezahlt ist, und jeder hat genug zu essen und zu trinken. Und wenn jemand unbedingt Auto fahren möchte oder in einem Haus wohnen möchte, der kann arbeiten gehen. Ist doch kein Problem. Was ändert sich noch? Also die Werbeindustrie fällt weg. Big Pharma wird wegfallen, weil wer braucht die? Na, die. Ja, das ist. Ja, ich sag da gar nichts mehr zu. Es kann sein, dass sie ein paar tolle Medikamente herstellen, die den Menschen helfen durch den Placebo-Effekt. Und auch tatsächlich, ich denke da an, ich hatte eine Blutvergiftung, da habe ich tatsächlich auch Pillen genommen, um die Blutvergiftung loszuwerden. Also ein paar Sachen sind sicherlich nützlich. Aber. Die erfinden ja immer neue Krankheiten, damit sie neue Medikamente rausbringen können. Hat man ja neulich gerade gesehen. Die Krankheit, die da, ich glaube, wie lange ging das? 2 Jahre oder sowas haben sie uns damit verarscht. Obwohl, da war ja eine Krankheit, ne? Aber Grippeimpfung gab es vorher auch schon und jetzt wollten sie es halt. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Diese Maßnahmen, die haben uns die Grundrechte weggenommen und deshalb brauchen wir eine Verfassung, damit wir wieder unsere Menschenrechte. Damit wir jemanden haben, der unsere Menschenrechte durchsetzt. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir haben zwar im Grundgesetz, da sind die Menschenrechte verankert, aber keiner setzt sie mehr durch. Ganz im Gegenteil. Die Polizei, die setzt sie nicht durch. Ganz im Gegenteil. Und dafür brauchen wir halt dieses Mitbestimmungsrecht. Ich weiß, in der Schweiz läuft das auch nicht so, wie das sein sollte, weil da gibt es Medien. Und das müsste man dann auch gleich darüber abstimmen. Dass die Medienlandschaft komplett umgestellt wird. Da gibt es zum Beispiel eine Deutschland-Initiative Leuchtturm, heißt sie. Da wird gefordert, dass die Medien berichten, weil wenn wir GEZ-Gebühren zahlen, dann haben wir auch das Recht, dass wir richtig informiert werden und nicht so einseitig. Und dass das nicht als Propagandawerkzeug benutzt wird von unserer Regierung.
Ja, was würde sich noch ändern? Es würde viel Polizei, ich wollte gerade sagen, es wird viel Polizeigewalt wegfallen. Es wird viel, wir brauchen nicht mehr so viele Polizisten hier, weil wenn die Leute hier alle Grundeinkommen haben, dann brauchen sie nicht mehr stehlen gehen. Prostitution wird zurückgehen, es wird niemand mehr gezwungen in die Prostitution. Nur weil man keine vernünftige Ausbildung hat, muss man sich nicht prostituieren. Sowas wird wegfallen. Dann können wir zum Beispiel über die direkte Demokratie abstimmen, die Schulpflicht abzuschaffen, weil die Schulpflicht ist meiner Meinung nur dazu da, Sklaven auszubilden. Also ich sage das mal ganz krass. Es ist eigentlich nichts anderes. Es werden die Kinder auf die Wirtschaft vorbereitet. Die werden nicht aufs Leben vorbereitet. Sonst würden sie uns beibringen, wie man Obst und Gemüse anbaut. Sonst würde man uns beibringen, wie man kleine Hütten baut, wo man drin wohnen kann. Aber es ist mehr darauf ausgerichtet, dass wir in der Industrie funktionieren. Also Schulpflicht abschaffen wäre zum Beispiel ganz wichtig für mich. Was wird sich noch alles ändern? Ich habe da ein Buch drüber geschrieben und ich muss mich gerade versuchen, daran zu erinnern, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir direkte Demokratie hätten, wenn wir bedingungslose Grundeinkommen hätten. Also ihr seht schon, es gibt da viel, wo man darüber diskutieren könnte oder was sich ändern könnte. Und es ist auch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig, weil wer weiß, wie die Deutschen abstimmen würden, wenn wir direkte Demokratie hätten. Das kann ja auch nach hinten losgehen. Und solange die Medien uns beweihräuchern, dass diese Dinge und jene Dinge toll sind, wird es nicht in jedermanns Sinne sein. Aber da haben wir aufzuräumen und das können wir schaffen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit euch. Ciao und danke fürs Zuhören.